Jo, meine Freunde, seid mir gegrüßt und willkommen zu einem neuen Let's Play. Let's Play God of War 2018. Und wir fangen an mit einem neuen Spiel. Ja, warum spiele ich das jetzt? Ja. Ihr habt schon gesehen, ich habe ein neues Spiel. Ich habe es schon lange durch. Ja, wir spielen auf Story. Das reicht mir völlig aus, um zu spielen. Gerade ja, das ist auch so schon noch schwer genug, werdet ihr sehen. Ja, das ist eine Birke mit einer gelb-goldenen Hand drauf. Was es damit alles aussieht, werden wir alles noch erfahren. Und guckt euch diese unglaubliche Detailreichtum dieses Spiels an, diese Grafik. Zum Beispiel sein Bart. Ja, mein Kratos hier mit Bart ist natürlich, ne, Wahnsinn. Unsere neue Waffe ist die Axt. Mal kurz. Wartet mal kurz. Habe ich die Untertitel an? Einstellung. Mal die Untertitel an, damit ihr. Hört ja auch mit dem Kopfhörer. Okay, hier sind wir Kinder natürlich. Ah, doch jetzt. Ja, mit vier Schlägen fällt ja so eine dicke Birke. Ihr werdet gleich sehen. Er braucht null Schläge und nicht mal eine Axt, um sie in Stücke zu hacken. Ja, außerdem tut das Spiel fantastisch. Also war ja schon immer eine Stärke der God of War Kriege, ne? Die Grafik der God of War Spiele. Die absolut fantastische Grafik, ne? Mein. Hab einen. Ja, das ist sein Sohn, Atreus. Atreus. Steig jetzt in das Boot. Hier ist er halt noch relativ klein. Ja, ich spiele das jetzt, weil ich gerade den. Er verdeckt damit seine Kettenwunden, nur seine Namen. Ja, wie ihr seht, ja, jetzt ist der Baum schon in zwei Hälften gehackt und so weiter, aber na gut, andere Geschichte. Ja, das jetzt, ja, ich habe gerade den Nachfolger durchgesuchtet. In knapp einer Woche wird komplett allen 100% mit allem, was zu finden gibt und allen auch relativ geheime Missionen, die man ohne Hilfe gar nicht eigentlich finden kann. Und sogar eine Platin-Trophäe habe ich geschafft. Also man muss nicht, dafür nicht auch schwer durchspielen. Junge. Ja, der nennt hier fast immer zu Junge, warum auch immer. Das reicht aus. Ja, und das Boot wird hier ein sehr wichtiges Element sein, das wird uns lang oft begleiten. Die gezeichneten Bäume, ja. Vater? Was? Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter darüber nach. Ja, Vater. Aber dass nur 2 Jahre vergangen sind, kann man fast kaum glauben. Aber er hat am Ende des nächsten Teils erwähnt, dass es 2 Jahre sein sollen, aber ich hätte eher gesagt, wenigstens 3 bis 4, aber naja, das ist eigentlich schon deutlich älter erscheint im nächsten Teil. Aber ist egal. Ja, ich habe das Spiel so durchgesucht, ich habe das schon 3, 4 Wochen jetzt liegen gehabt. Ich habe das auch, glaube ich, relativ nah am Release-Tag gekauft. Nicht
Nicht direkt am Release-Tag, glaube ich, aber... Ja, weil ich halt auch keinen Bock und keine Zeit hatte, habe ich das noch nicht so gespielt. Ich habe erst noch andere Sachen gespielt und so. Und ja, darum müsst ihr mir auch verzeihen, dass ein paar Tage keine Videos hochgeladen sind, weil ich einfach zu viel Bock auf das Spiel hatte. Und da habe ich gedacht, ich werde jetzt mal dieses... Ich wollte eigentlich God of War ja anders Let's Play, ich wollte das Timeline-mäßig machen, aber... Ich hatte so Bock auf das Spiel. Guckt euch das an, die Grafik ist so fantastisch. Und im nächsten Teil noch viel besser. Ja, der Teil ist auch nur God of War, weil halt ja... Wie soll man nennen? Eine Art Neubeginn kann man eigentlich kaum nennen, aber... Es ist ja trotz allem eine Fortsetzung, ne? Und hier, ja, das ist unsere Hütte. Das war der letzte. Ja, wozu brauchen wir die Bäume? Wir werden es gleich sehen. Ganz richtig, da liegt eine Tote, die Mutter von Atreus. Und ja, wenn man so will, die zweite Frau von Kratos. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Sie ist bereit. Ja, sie ist, ja, wie ihr seht, gestorben. Wir werden niemals erfahren, woran oder warum sie gestorben ist. Wir wissen halt nur, sie ist halt tot. Und sie hat im Nachfolger wird noch. Du bist frei. Ja, was ihr zu Hause ist, auch das werden wir noch erfahren. Ja, und natürlich die krasse Musik auch nicht zu vergessen. Also, ja, das ist schon hier sehr berührend alles und so. Aber der wird im zweiten Teil noch viel, viel besser, also im Nachfolger. Noch viel, viel, viel besser. Glaubt mir das. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht mehr, jeweils vorläufig nicht mehr die Chaos-Klingen als Waffe. Ja, ohne große Spoiler, wir werden sie irgendwann auch wieder bekommen, aber... Wir haben für längere Zeit nur diese Axt. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt.
Ich habe das Spiel so durchgesucht und es war noch viel, viel emotionaler, als dieses hier sein wird. Und der ein oder andere Story-Twist auch dabei und das war so geil. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Wenn ich die Zeit hätte, wahrscheinlich hätte ich das am Stück durchgesucht. Und darum habe ich einfach nicht, da bin ich einfach nicht dazu gekommen, andere Videos hochzuladen. Aber wie gesagt, ich werde dies auch noch nachher gleich hochladen. Den Teaser habe ich gerade hochgeladen. Vater, warum tun wir das jetzt? Ihr wisst ja, ich mache immer gerne mal so einen Teaser. Ich muss wissen, ob du die Reise überlebst. Für meine Let's Plays. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Und hier, glaube ich, das ist schon. Würdest du es mal auch noch? Ja. Alles hier anders gemacht. Okay. Artefakte verloren und wiedergefunden. Wir haben beim Haus dieses kleine Spielzeug gefunden. Ich hatte einmal ein ähnliches. Ich glaube, es ist Teil eines Sets. Wenn wir noch mehr finden, können sie einiges wert sein. Genau. Ihr seht, gibt es 4 Teile davon. Und die gibt es alle hier in diesem Gebiet, wo wir jetzt gerade sind. Weiß man nicht, ob ich jetzt alle auf Anhieb noch wiederfinden werde, aber ja, das ist ja das Menü hier. Wir sind jetzt gerade bei Ziele. Dann haben wir hier noch einen Kodex. Ja, ich muss hier erstmal wieder rinkommen, weil etwas anders ist. Wissen und Bestiarium, Ressourcen. Da haben wir im Moment noch keine großen. Dann gibt's ja hier Ziele. Ja, da kommen halt natürlich wieder noch mehr dazu hier. Das sind Gefallen, also Nebenquests, wenn man so will. Und das hier sind, das ist die Hauptquest, diese goldene mit der Hand, das ist halt die Hauptquest. Gezeichnete Bäume ist jetzt die nächste Aufgabe ist, gehen mit Atreo jagen. Und wir kriegen halt immer XP dafür, die können wir später hier in die Fähigkeiten investieren. Und hier Nahkampf und so weiter. Den haben wir schon, aber wir brauchen hier 500. Ja, eine Karte. Hier haben wir auch eine Karte. Hier steht auch zum Beispiel, wie ihr da links seht, die ganzen rechts seht ihr, die, wo wir gerade sind, Region Wildwald. Da gibt es zum Beispiel 4 Artefakte. Einen davon haben wir schon gefunden. Und ja, ist hier so in dem Bereich, was jetzt so gelb umrandet ist. Das Gelbe soll, wie wir später erfahren, eine Art Schutz. Fallmarkierung sein, den wir durch den Fällen der Bäume etwas gestört haben. Und das ist die Midgard zusammen. Also, und an Midgard sehen wir schon, es wird noch, nee, können wir noch nicht werden, aber es wird noch mehrere, ja, sagen wir mal, Bereiche, Welten geben, die wir besuchen können. Aber dazu später mehr. Und hier ganz vorne halt Axtrüstung, da gibt es noch einige, die wir später noch ausrüsten können. Das gibt es übrigens nicht mehr hier unten. Ah, nee, doch, das gibt's doch schwerer. Aber hier bei den Rüstungen, das gibt's nicht mehr. Bei den Rüstungen, da kann man bei einigen auch noch ausrüsten. Das wird später nicht mehr geben im zweiten Teil. Rüstungen und so weiter hier für Atreo, die haben wir noch nicht. Nur jetzt haben wir halt nur die ganz einfachen Sachen. Da gibt's nachher auch später richtig coole. Und ja, ich habe das Spiel so durchgesucht und ich habe auch, wie gesagt, ich habe auch mir 1, 2 Videos angeguckt. Über die richtigen Rüstungssets, die man sich so zusammenstellen kann und so weiter. Und hier, das wird uns später mal ein Schnellreisesystem sein. Aber wie gesagt, frei reisen können wir auch wirklich erst sehr, 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 sehr spät im Spiel. Muss man auch mal dazu sagen, das dauert wirklich ziemlich lange. Und hier hinten ist so ein kleiner, ja, Art Hinterhof oder... Wir können fast... Und hier sehen wir zum Beispiel eine Ranke, die wir im Moment noch nicht beseitigen können. Wie wir das machen, da kommen wir später zu. Ja, das Spiel hat einige Dinge, die wir halt erst erlernen müssen, um an bestimmte Sachen heranzukommen. War auch, meine gesagt, ist schon eine Weile her, wo ich dieses Spiel durchgespielt habe. Dann habe ich auch eine ganze Zeit lang zu liegen gehabt. Ich habe... eher lange gewartet, bis ich mir das gekauft habe, weil der auch sehr teuer war damals am Anfang. Ja, da glaub hat es 70 oder sogar 80 Euro gekostet, ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar 80 oder so. Und dann habe ich halt
Einmal habe ich es verpasst. Da gab es schon mal so ein Angebot mit der Day One Dings Geschichte. Und dann habe ich es mir. Hier lang? Da gab es irgendwann nochmal ein Angebot dann im. Ja, und da habe ich es mir dann geholt. Da ist hier nochmal was? Ne, ich glaube nicht, nach links zum Boot runter. Ich dachte, wir gehen jagen. Ja, gehen wir auch. Halt, bleibt nur ja hier. Und. Ja, wie gesagt, offensichtlich spielt das hier irgendwo in irgendeiner nördlichen Region, also nordische Mythologie, ne? Ja, was der Bereich wird nur Midgard genannt, aber wahrscheinlich. Aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Und wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, Norwegen, Schweden, irgend sowas. Das ist, glaube ich, nur Geld, richtig? Ja, Hacksilber 245 für den ersten Pfund, nicht schlecht. Junge, was ist hiermit? Hm, gut. Aber auch kein Hirsch. Siehst du? Zu breite Spitzen. Bergziege? Deine Mutter lehrte dich viel. Ja. Ja, wie gesagt, die Beziehung zwischen den beiden ist nicht unbedingt das, was man einfach nennen würde. Aber das werden wir alles noch lernen im Laufe des Spiels. Ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, sonst würde ich vielleicht zu viel spoilern oder so. Das will ich ja nicht unbedingt. Ja, wie gesagt, wir haben mehr oder weniger Schlauch ähnlich. Hier. Hier kann man es gut sehen, Anne war ein bisschen im Schnee. Hier kann man es gut sehen, dass es ein Schiffchen ist, ein kleines Schiffchen. Das ist schon die Nummer 2 jetzt. Hallo und gefunden. Da können wir mal kurz. Genau. Und da irgendwie. Man kann da nicht direkt raufgehen. Ah, und hier sehen wir unsere erste Truhe. Es gibt eine Menge Truhen in diesem Spiel. Und in diesen einfachen Holztruhen ist, glaube ich, immer Hacksilber drin. 309 in dem Fall. Wie gesagt, wir werden ein bisschen was brauchen an Hacksilber, um die ganzen Rüstungen zu verbessern, neue Sachen zu kaufen, etc. Da sollte man schon mitnehmen. Wieder Spuren. Und wie hat. Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Oh, was jetzt? Hier lang, Junge. Hep. Oh. Halt, Hirschspuren, frisch. Hier lang. Wir können auch. Moment, irgendwo. Hier ist anders. Da ist er. Gefunden. Langsam, Junge. Tut mir leid. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Ah, hier. Hacksilber. Was noch eine Truhe? Nehmen wir auch noch gleich mit. Ja, es gibt auch Gebiete, in die wir später nicht zurückkommen können. Aber da wird nichts sein, was einmalig ist oder unwiederbringlich. Ja, Hacksilber. Ja, ich weiß jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf, wo alle Artefakte sind. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Los. Oh, was ist hier passiert? Da ist der. Warte. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur!
Fies, nur wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn. Ja, wie gesagt, die Beziehung zwischen den beiden ist nicht unbedingt die allerbeste. Aber, ja, keine Angst. Mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit. Bleib zurück! Ja, wir können leichte Angriffe machen und schwere. Ja, die Typen, die wir hier jetzt sehen, sind Draugr. Codex. Achso, nee, es geht ein. Was war denn? Das sind sogenannte Draugr. Das sind sozusagen die Zombies der nordischen Mythologie. Später werden wir noch gute Kombos und andere Möglichkeiten finden zu kämpfen. Mehr? Ja, wir können auch ausweichen. Ja, natürlich können die auch. Kann das Spiel auch ein bisschen unfair sein, wenn man von hinten angreifen. Die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Jetzt können wir, nach einem Kampf, wenn wir einen neuen Gegner sehen, Draugr. Mutter sagt, dass Draugr seien gestorbene Krieger, deren Seelen zu stur und wild sind, um nicht mehr zu kämpfen. Das heißt, sie schlagen die Valkyren in die Flucht, die sie mitnehmen sollten, und beleben sich dann selbst wieder, indem sie ihre vorherige Form in etwas anderes verwandeln. Sie sind nur noch ein Schatten ihrer selbst und greifen alles, was ihnen begegnet, an, was ihnen begegnet. Sie sagte auch, dass sie in verschiedenen Formen und Größen auftreten. Einige sollen sogar besondere Kräfte haben, ja? Warte mal kurz, ich muss mal kurz. Hier. Warte. Hier. Wie machen wir den Text noch? Der Codex ist ein bisschen größer. Naja, viel nicht. Ich weiß nicht, ob das auch größer wird, aber das ist doch alles ganz schön kleine. So im zweiten Teil ist der Text ein bisschen, also nachher. Ja, das sind halt, wie gesagt, die Zombies der nordischen Mythologie irgendwie, keine Ahnung. Ah ja, hier haben wir jetzt mehrere Wege zu. Wir könnten, also im Grunde können wir noch nicht laufen. Also schnell laufen. Ich wollte erstmal hier nochmal gucken. Ja, wir hatten ja. Ne, hier ist ein Baum. Aber wir kommen auch rüber. Gell? Ach, Silber. Also hier sind wir am Anfang schon relativ viel tatsächlich. Mal die Brücke. Ja, ich denke, wir werden bald den ersten Part beenden. Aber der zweite Teil, der war so gut, also in allen Belangen. Der hat mich richtig mitgenommen, richtig mitgerissen. Ja, wir gehen immer abseits der Pfade, wir holen zum Beispiel hier mal die Spur. 300 Hack Silber. Da ist noch was.
Ah ja, genau hier. Ihr habt ja vorhin die Kette von der anderen Seite gesehen. Wenn da irgendwo eine Kette ist, bedeutet, dass man da dran runter kann. Wölfe! Euer Tötungsauftrag. Sie waren nur hungrig. Was? Die Wölfe, sie waren nicht blöd. Ja, wir kriegen für jeden Gegner vollwütiger Wolf. Ich habe Wölfe immer bewundert, aber diese hier greifen uns augenblicklich an. Ich vermute, sie sind tollwütig. Sie betrachten uns wahrscheinlich als Nahrung. Man sagt zwar töten oder getötet werden, aber sie sind auf ihre eigene Weise anmutig und sie zu töten macht mich traurig. Zum Glück wird Vater das hier wahrscheinlich nicht lesen. Sie hatten Hunger. Ja, wie gesagt, Atreu hat ja, eine ganze Menge Fähigkeiten. Stimmt. Die wir später noch. Also erzähle ich euch jetzt noch nicht, glaube ich. Ja, er hat, wie gesagt, ein besonderes Verhältnis zu Tieren und. Ja, das hier ist keine Truhe in dem Sinne, sondern ein Sarkophag. Und hier sehen wir sogar auch die Toten drin. Das nicht mehr. Wir schon. Auch noch Hacksilber. Aber im nächsten Teil, da sieht man die Toten nicht mehr. Da sieht man nur noch die Grabbeigaben, die da drin liegen. So Schilde und. Und hier haben wir, glaube ich. Verloren und wieder von. Achso, eine weitere Spielsache. Das Pferdchen. Aber konnten wir das nicht? Nee, wir konnten nicht lesen, ne? Können wir nachher für gutes Geld verkaufen? Ich glaube, da müssen wir den, ich glaube, den letzten Wald müsste ich noch wissen, wo der ist. Und da gibt es halt in jedem Gebiet, in das wir erreichen werden, oder in vielen Gebieten gibt es halt so eine Sammelquest. Ob wir alle schaffen werden, das kann ich hier noch nicht versprechen bei dem Spiel. Wie gesagt, beim anderen habe ich geschafft, weil jetzt da gibt es eine sehr schöne Hilfe. Da kann man nämlich eine Art Überbelichtung oder wie hieß das? Irgendwas mit Kontrast. Da hat man, kann man so ganz extrem hellen Kontrast einstellen. Da kann man halt alles weiß machen und besondere. Ah ja, guck mal hier. Die Dinger sollten wir auch alle abwerfen. Besondere Sachen wie zum Beispiel den Eimer kann man halt in Rot oder in einer anderen Farbe, wie man möchte, Blau, Gelb, sonst was. Da gibt es eine Menge Farben zu Hause anzeigen lassen. Ja, wer will da lang? Dann gehen wir erstmal hier lang. In den Eimern ist auch immer Hacksilber drin, also in dem Spiel zumindest. Im Nachfolger wird. Ah, ja, meine Freunde. Das ekligste Rätsel. Also eins der ekligsten. Also mit den ekligsten Rätsel, die es gibt in dem Spiel. Ich glaube, hier wird nicht gezählt, aber im Nachfolger wird auch noch gezählt, Ja, ich habe schon gesehen, ich habe eins von den Siegeln zerstört. Das ist eine sogenannte Nornentruhe. Nornen sind die. Nordische Version der Mäuren, also die Schicksalsgöttin, wenn man so will. Und die haben immer drei Runen drauf. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer dieselben sind, aber das R, das ja so ein bisschen wie ein N aussieht und hier dieser. Ja, ich weiß nicht, wie die Runen wirklich heißen, was die bedeuten. Und da sind immer. Es gibt drei Möglichkeiten, glaube ich, hier in dem Spiel. Einmal die hier, die man halt einfach zerstören kann. Also. Ja, man sieht auch immer, wenn das Ziel irgendwo drauf ist. Und die dritte habt ihr vielleicht schon bemerkt, die ist gleich hier. Dann gibt es eine weitere, wo an drei Stellen so eine Art Gong oder Glocke hängt, die man betätigen muss innerhalb eines sehr, sehr kurzen Zeitraums. Wirklich absolut eklig. Und dann gibt es noch eine, ja, die ist nicht ganz so schlimm, aber kann schlimm werden, wenn sie zum Beispiel auch gut versteckt sind, wo eine Vorrichtung ist, wo man die einstellen kann, wo verschiedene Runen raus und da kann man auch die Axt werfen und jedes Mal dreht sich um einen weiter und dann man die richtige Kombination einstellen muss. Werden wir auch noch sehr oft erleben und im Nachfolger gibt es noch andere Versionen davon. Da werden wir noch, hier haben wir einen sogenannten Idun-Apfel, legendärer Gegenstand. Hier werden die Gegenstände noch anders eingeteilt, so ein legendär, selten und so weiter, häufig. Sie haben einen der drei Idun-Äpfel gesammelt, die sie zur Erhöhung der maximalen Gesundheit benötigen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel es hier insgesamt gibt. Idun-Apfel. Idun-Äpfel, ich weiß nicht, ob es das so ausspricht, aber sind die Wahlspeise der Götter. Also
im Griechischen wären es Granatäpfel, denn man findet die insgesamt neun gibt es insgesamt. Also dreimal können wir die Leiste erweitern. Insgesamt 9 Äpfel in verschlossenen, magisch verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelt wird die maximale Gesundheit erhöht. Ja, dann gibt es noch Hörner mit Blutmet für, ja, ist kein großes Geheimnis. Ihr wisst, dass er Rage kann. Im Moment können wir das noch nicht, aber werden wir bald lernen. Glaube ich. Vielleicht kann man das hier lernen. Ja, die Krügen sind auch immer Hacksilber natürlich drin. Und ja, da können wir jetzt mal kurz gucken. Hier haben wir eine Nornentruhe. Und ja, Nornentruhe. In diesem Gebiet, also in der Region Wald, Wildwald. Und in ganz Midgard sind 17 Stück, also wisst ihr Bescheid, ne? Und dann gibt's noch später, wie heißen die? Legendäre Truhen. Und ja, noch einige andere Sachen, die nachher da angezeigt werden. Auch einige, weiß nicht, ob das hier auch schon so Nebenquest-Dinger. Ich denke mal, hier werden, da ist der Hirsch, genau. Ich darf da aber nicht rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Ist das da? Ich glaube, da unten ist schon der letzte Dingens. Ja, ich denke, meine Freunde, hier vor der Tempeltür werden wir den Part beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bei God of War. Ja, wie gesagt, neue Ausrichtung halt, ne, achte Spiel. Es gab die Teile 1 bis 3. Ja, es gab die Teile 1 bis 3, zwei für die portablen Konsolen. Und dann noch eins, was ich auch lange Zeit gar nicht wusste. Es gab noch mobile Teil. Das wäre denn der 6. Also das war denn der 7. Nee. Es gab 1 bis 3. Dann gab es noch Ascension und den Mobilteil. Also das wäre der 8. Teil gewesen. Ne, und das ist eigentlich eine Fortsetzung von Teil 3. Ne, also was ja chronologisch bis dahin der letzte gewesen war. Aber wie gesagt, wir wissen, dass, ja, ihr seht es am Alter von Atreo, etwa, ja, ich sag mal, ja, was würde ich sagen? Ja, das ist der 12. Also, ich würde eher sagen 10 oder so maximal, aber im nächsten Teil, da ist er älter als 12. Also, entweder sind doch mehr Jahre vergangen oder er hat keine Ahnung, aber. Also, ich sag mal, etwa 10, 11 Jahre sind mindestens vergangen, aber wahrscheinlich noch viel länger, weil er, wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange er von Griechenland bis hier hoch in den Hohen Dorn gebraucht hat. Ne? Was ihm da widerfahren ist in der ganzen Zeit und ja, wir wissen nicht viel über die Reise oder die Begebenheiten, wie er hierher gekommen ist und wir im nächsten Teil erfahren wir zwar einige Dinge um seine Frau, die, also um seine zweite Frau, wenn man so will, die auch halt auch tot ist inzwischen, aber wir erfahren eben nicht genau, wie und warum sie sich kennengelernt haben. Wir wissen nur, dass sie sich am Anfang anscheinend nicht ganz so ganz gern hatten und wohl anscheinend ein bisschen miteinander gekämpft haben oder ähnliches, keine Ahnung. Aber wir wissen halt nicht, wie und warum sie sich lieben und kennengelernt haben oder welche Begebenheiten dazu geführt hat, dass er bis hier hochgekommen ist oder so. Das werden wir niemals erfahren, außer vielleicht, es kommt noch eine Fortsetzung, die diese Themen behandelt oder ein Prequel, also ein Zwischenteil zwischen 3 und diesen Teil, aber ja, wird im nächsten Part. Vielen Dank und ciao, Leute.